Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Odimar Shoppen. Ich habe nämlich einen Amazon-Gutschein bekommen, weil ich bei einer Umfrage mitgemacht habe, und den habe ich gleich mal auf den Tisch gekloppt. So. Und dann will ich euch mal zeigen, was ich geholt habe. Das ist Pappe. Ich zeige euch das mal so. Ich habe mir zweimal Gaming Booster geholt. Da sind verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Von Gamer Subs sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sorten. Ja, Maus ist gerade rollig, nicht wundern. Kirsche, Apfelsine, Erdbeer, Volume 2 steht da, also V2, Himbeere, Waldmeister, Blaubeere und Lucky Lemon, also lustige Zitrone. Ich bin mal gespannt, ich werde die jetzt demnächst in den nächsten Streams dann trinken. Also wenn wir zocken oder so, wenn ich dann halt. Weil viele haben mir gesagt, ich soll mal sowas testen, besser als Energy, nicht so süß. Und es soll wohl länger die Energie halten. Aber woraus trinke ich denn die Gaming Booster? Da habe ich mir auch drei Shaker bestellt. Aber nicht so eine Shaker wie, weil die waren mir alle zu kindisch oder, ja, oder zu einfach oder hat schon jeder. Und deswegen habe ich mir hier drei. Da ist noch was drin, da kommen wir auch gleich noch dazu. Drei Shaker bestellt, die ein bisschen einmalig sind. Die kommen eigentlich eher aus dem Fitnessbereich, aber nichtsdestotrotz, zack, einen schwarzen. Also die sind alle drei schwarz. Mausi, geh mal bitte runter. Och Mensch. So. Der hat hier unten noch, das ist der Einzige, der auch hier unten noch so ein Schraubgewinde hat. Das ist hier drinne. Da kann man dann. Ich mach mal die Spannung ein bisschen höher. Kann man dann hier so was runterschrauben? Hat man hier zwei Kammern, also praktisch die Kammer, wo das hier. Man kann das reinmachen, muss es aber nicht. Ja, und geht das noch weiter auf? Muss doch noch weiter aufgehen. Moment. Ich habe die noch nicht ausgepackt gehabt. Ja, irgendwie. Ja, sollte man das eigentlich aufkriegen. Bisschen ruckelt, zuckelt, aber mehr auch nicht. Ja, schrauben wir mal drauf. So, dann hat man halt so einen großen und kann halt Pulver mit unterwegs nehmen oder so, was ich jetzt nicht brauche, aber das, was hier drauf ist, gab es nur in diesem größeren. Und zwar Walknut, was ich im Nacken habe. Ist eher aus dem Bodybuilder-Bereich, aber ich muss mal gucken. Das ist, eigentlich ist das nicht. Und hier ist auch das Dings. Es hat nicht nur Sinn und Zweck der Sache, dass das hier unten fest ist. Das soll eigentlich zwei Kammern, heißt es. Und das ist das eine Kammer, wo ich hier so ein Vierfachteil reinpacken kann. Und das geht ja nur bis wohin geht das? Bis, ja, bis hier so in etwa. Also ist ja hier unten noch Luft. Ob das zum Polstern ist? Kann man da durchgucken? Ne, da ist noch ein Schraubgewinde. Also ich kann. Es geht doch halbwegs. Also gerade hat sich's gedreht. Na, egal.
muss ich die Firma anschreiben, weil wenn, dann will ich ja was haben, was funktioniert. Also ist eigentlich ein Schraubgewinde. Hat auch gute Bewertung eigentlich. Aber es schraubt sich nicht. Ich habe ja gehofft, dass ich das dann praktisch kleiner machen kann, weil dass ich dann halt das untere hier ranschrauben kann. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es abgekriegt. So. Dann können wir das wegpacken. Und dann haben wir halt hier eine große Kammer. Da könnte ich mir dann halt meinen Booster reinpacken, was ich gerade für den Tag brauche. Brauche mir nur eine Flasche Wasser hinstellen und dann halt nochmal kleiner. Dann stellen wir den dann halt auf den Tisch. So. Aber ich habe ja gesagt, ich habe drei bestellt. Nochmal ein schwarzer. Und diesmal ist Odin drauf. Ihr seht, der hat auch nur ein Auge und das andere ist eine Augenklappe. Auch geil, oder? Von Godrays. Ich werde euch die mal verlinken. Die machen so Proteinpulver und so für Bodybuilder. Und halt auch Shaker. Selbst noch mit Thorshammer und noch ganz andere coole Sachen. Auch für die, die eher auf Griechen aus sind. So einen griechischen Helm und so haben sie da auch. Voll geil. Und die, ich wollte eigentlich nur zwei holen. Aber ich konnte mich zwischen... Walknut wollte ich auf jeden Fall haben. Eigentlich, weil Walknut drauf ist. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Odins Maske, also Odin an sich, und diesem Becher. Weil ich habe gedacht, für manche Spiele kommt das extrem geil. Habe ich mir so gedacht. Und zwar... Viking Mode an. Also Viking Mode on. Viking Modus an. Ja, wenn ich dann so wie so ein Berserker draufstürme, mitten in die Schlacht, ja, dann passt da so, also bei so einem Spielen, da passt so ein Energy, also so ein Gaming Booster aus dem passenden Becher einfach Viking Mode on. Also fand ich. So, die haben 6,99 Euro gekostet pro Becher. Außer der große mit den Kammern, der hat 8,99 Euro gekostet. Den werde ich euch mal verlinken. Den Gaming Booster habe ich, kostet eigentlich 12 Euro noch was. Und ich habe mir gekriegt, bei Amazon war gerade Aktion, für 10 noch was oder so. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. So, und dann habe ich noch was drin. Und zwar, ich will ja demnächst das Video machen über Alexa und was hier alles geht und was man machen kann. Ich habe schon viel vorbereitet. Hier so ein Licht-LED-Band vorbereitet. Wo der Sensor hier, wo ist er? Hier. Da ist er. Den klassischen Namen hat LED, keine Ahnung. Der kommt später ins Kinderzimmer. So. Aber ich will ja noch mehr zeigen. Musik, dann geht er hier hoch. So. Und deswegen habe ich mir noch was bestellt, was ich sowieso brauchte. Bei dem jetzt nicht direkt, aber hier eine Lampe. Meine Nachttischlampe ist kaputt und ich wollte mir sowieso eine neue Nachttischlampe holen. Ratet mal, warum sie kaputt ist und wie er sie runtergeschmissen hat. Ich will ja keinen Schaf angucken, wer hier auf dem Tisch liegt. Ja, und deswegen habe ich mir von Meros so eine Lampe geholt. Da werde ich aber ein extra Unboxing noch die Tage dazu machen und testen. Das ist auch mit Alexa steuerbar und so. Dann kann ich halt sagen, kann ich schon vorbereiten, kann ich eine Routine anmachen, damit das dann schon an ist im Schlafzimmer und dann nach ein paar Minuten ausgeht. So wie mit dem Flur. Kommen wir alle dem Alexa-Video, im passenden Video dazu, wo ich euch die ganzen Sachen mal vorstelle. Und ich habe hier wirklich die ganze Wohnzimmer auf Alexa getrimmt. Und die einzigen drei Geräte, wenn ich abends hier rausgehe, die einzigen drei Geräte, die hier auf Dauerstrom sind, sind nur drei Geräte, die auf Dauerstrom sind, die wirklich immer Strom haben. Das ist der Fire TV Cube. Das ist der Fernseher, damit, weil er sich sonst ausprogrammiert, hat Samsung damals gesagt. Und ich hatte das ein paar Mal und ich bin froh, dass der so, wie er ist, jetzt eingestellt ist, da kein Nerv drauf. Und der Wecker, also die Uhr. Das sind die einzigen drei Geräte, die auf Dauerstrom sind. Alle anderen kann ich separat an- und ausschalten, beziehungsweise Geräte, die mit mehreren, PlayStation zum Beispiel, ist die PlayStation und eine Steckdose. Ja, da sind zwei Sachen, die sind an einem Dreierstecker dran, den kann ich separat an- und ausschalten. Ja, PlayStation-Steckdose heißt das klassisch. Ja, reicht auch, wenn ich PlayStation sage.
Und dafür halt die werde ich dann erstmal pro forma hier anbauen, um euch da was zu, kann ich euch dann hier noch was zeigen. Die wandert dann, denke ich mal, später dann ins Schlafzimmer. Also eigentlich ist sie dafür geholt, aber ich habe schon wieder andere, ja, ich habe gedacht, hier vielleicht doch für den PC oder für die Couch dann später oder so, aber da kann man immer noch eine neue holen. Die ist erstmal geplant für den Nachttisch. So. Und dann habe ich mir noch eine Smart Wi-Fi Switch geholt. Also das ist eine Steckdose. Ein Schalter. Da kann ich dann hier auch die Deckenlampe mit A-Punkt an- und ausmachen. Ich weiß, da können wir kurz mal reingucken. Ich weiß nur nicht, ob das bei mir passt. Das habe ich erst im Nachhinein gesehen. Ich weiß nicht, ob ich so einen Neutralschalter habe. Also man muss hier, da sind auch die Steckdosen mit drin und Aufkleber sind hier irgendwie drin. Dass man sich die wahrscheinlich an die Leitung kleben kann, dass man das sieht, was ist. Und wir haben hier halt einen Neutralleiter, der ist hier oben. Und das weiß ich nicht. L1, L2, C, das kann ich sowieso dann erst machen. Das wird mit Schrauben gemacht. Ja, das kann ich dann erst machen, wenn mein Onkel ist Elektriker. Wenn mein Onkel Zeit hat und sich der Sache mal annehmen kann. Achso, ich habe gedacht, das ist ein richtiger Kippschalter, aber das ist halt nur hier unten so ein Druckknopf. Die hat noch einen ohne sowas, also nur mit Berührung, aber die gab es nicht mehr. Den hätte ich eher gehabt haben wollen, sag ich so wie es ist. So, dann packen wir das mal alles ein wieder. Aber da Corona gerade wütet, und ich werde mir das garantiert nicht alleine anbauen, Elektrik, wenn da was ist und hier mal ein Kabelbrand oder irgendwas ist, dann ist Polen offen. Dann zahlt auch meine Versicherung nicht. Von daher lasse ich das alles meinen Onkel machen. So, dann solltet jetzt das gewesen sein. Ich werde die jetzt heute waschen, damit wir sie dann demnächst im Stream testen können. Heute Abend wird es ein Hangout geben. Also ihr seht das ja sowieso Sonntag erst das Video. Aber der Hangout wird wie geplant stattfinden. Und ich denke mal Samstagabend werden wir dann Resident Evil zocken. Das werde ich heute schon nicht angezockt aufnehmen. Wenn jetzt alles klappt, die Kleine macht gerade Mittagsschlaf. Wir müssen jetzt erstmal Mittag essen, die Große und ich. Und dann, wenn alles klappt, nehme ich Resident Evil 3 auf. Habe ich die Nacht noch runtergeladen. So, ich würde mich dann verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wie gesagt, Links zu den Sachen packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Auch zu den, Dingen gibt es nur einen einzigen Link. Und da findet ihr dann alle drunter. Das werde ich euch dann markieren. Und der Shaker, und dann könnt ihr euch aussuchen, welche ihr haben wollt. Den Torshammer gibt es in weiß und in rot, also mit einem weißen Aufdruck oder mit einem roten Aufdruck. Aber überwiegend sind die Aufdruck weiß, die haben auch rote Flaschen. Müsst ihr mal gucken, packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ich bin dann jetzt mal weg, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.